Das ist eine Idee. Geht mir Da mit dem passt mir rein. Pastinaken weg. Wobei die Gießkanne macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wir ja sowieso irgendwann Bewässerungen kaufen. Doch, wann? Vor allem, da will ich eine Sequenz. Habt ihr auch eine Sequenz? Bin nicht rausgegangen. Ich habe keine Sequenz. Ich werde heute nicht so gut Glück haben. Gehst du raus? Klar, und so nicht raus. Weiter. Ich habe keine Sequenz. Ich bin rausgegangen. Okay. Hallo Lumidor, ich habe gute Nachrichten für dich. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Durchbruch in meinen Forschungen über die hiesige Flora und Fauna. Ich erspare dir die langweiligen Details und komme gleich zum Punkt. Du kennst doch diese leere Höhle dort drüben, ein wenig weiter westlich. Ich habe eine Methode gefunden, einen Nutzen für sie zu schaffen. Für uns beide. Ich würde die Höhle gerne zum Anlocken bestimmter örtlicher Arten verwenden. Auf diese Weise kann ich sie in einer besseren, kontrollierten Umgebung beobachten. Und du kannst ernten, was auch immer sie uns hinterlassen. Die Höhle entweder für Pilze oder für Fruchtfledermäuse auslegen. Fledermäuse hinterlassen hin und wieder Früchte zum Einsammeln. Pilze, weil die findet man sonst schlechter, oder? Ich bin auch für Pilze. Ich habe auch damals Pilze genommen. Ich habe immer Pilze genommen. Alles klar, ich meine Leute noch was? Sollte nicht allzu lange dauern. Schön die Fools-Pilze anbauen. Danke, dass du mitmachst. Was für Leute? Schreiben deine Leute eigentlich noch irgendwas? Wenn die dann drinnen im Twitch-Channel sind. Channel habe ich gar keine mehr. Brauchen wir jetzt noch Pastinaken? Du hast sie doch abgegeben. Ja, die Gold. Brauchen wir jetzt keine. Warte, wir haben jetzt noch 6 normale Pastinaken und 4 die 4 goldenen brauchen wir auch nicht. Eine goldene brauchen wir, eine silberne und 6 normale. Achso, dann pack ich die jetzt alle. Du kannst alles verkaufen, was du jetzt erntest an Pastinaken. Mein Kind, hier ist das Rezept, das ich und mein Papa immer benutzt haben. Lass dir beim Kochen Zeit. Pam, neues Kochrezept, überbackener Blumenkohl. Das habe ich auch schon gekriegt. Das Schwert, was ich habe. Nochmal zu den Pastinaken. Wir sollten vielleicht auch jetzt langsam anfangen, die normalen aufzuheben und nur noch die goldenen zu verkaufen. Weil aus den normalen können wir dann später wieder Samen machen. Dann sparen wir Geld. Okay. Wir haben noch normale. Aber aus den goldenen. Was? Also wie? Habt ihr schon diese Pastinaken? Blumentanz hat begonnen im Wald. Wir müssen halt zum Blumentanz. Der Blumentanz! Aber wir müssen auch noch gießen. Wo bist denn du hin, Felix? Ich bin in der Mine gewesen. Warum? Ja, weil ich dachte, weil ich konnte immer den Blumentanz gedacht. Oh Gott! Ich gieß mal von unten nach oben. Gedächtnis von 12 bis Mittag. Ihr habt über die Sequenz gequatscht, ja. Ja, aber dass du dich auch direkt verpisst, ohne dass du hier mal mit gießen hilfst. Ja, komm, ich hab den großen Rucksack, ich soll Minen. Haben wir gehen. Alle! Ja, jetzt mittlerweile. Wurscht, komm bei, wir müssen dann auch zum Blumentanz. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Sonst ist Lumi nochmal traurig und den Blumentanz auch noch verpassen. Wirst du dafür verantwortlich sein? Blumentanz. Tanzchen die Blumen. Der ist unten links, gell, beim Zauberer, oder wo müssen wir da hin? Im Wald, haben sie gesagt, ich weiß nicht. Ja, dann unten links beim Zauberer. Also ich gieße jetzt noch bis um 11 und dann laufe ich los. Den Rest mache ich heute Abend. Und für den Sommer bauen wir mal das Beet ein bisschen geordnet an mit Gießvorrichtung. Ja, wenn wir das dann haben, die große, du hast ja gesagt, die andere. Nee, wir können die kleinen machen und dann setzen wir die großen einfach dorthin, wo die kleinen stehen. Im Laufe des Sommers kriegen wir schon das Rezept dafür, aber wir müssen halt auch einen Platz dafür lassen. Deswegen sollten wir das schon entsprechend anbauen. Jetzt für den Frühling hat es keinen Sinn mehr. Weißt du, wie die Verteilung war? Bei den kleinen ist es einfach... Macht immer ein 3x3-Feld, soweit ich weiß. Ja. Und beim Kleinen macht es halt nur links und rechts und bei dem anderen macht es nur auch die Quersachen. Genau, und dann machen wir das halt so, dass es das quasi immer einmal drumherum gepflanzt wird. So viel braucht er gar nicht. Müssen wir irgendwas mitnehmen zum Blumentanz? Ich glaube, wir brauchen nichts. Ist dir sicher? Ich weiß es nicht. Ich wüsste es nicht, was. Deine Verantwortung. Du kannst auch irgendwas mitnehmen. Ich habe Jade mit. Unser Zombie ist auf dem Weg. Zombie. Blumentanz, 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 Blumentanz. Achso, ich dachte, hier ist schon jetzt irgendwie Spiel oder so, aber nee. Blumentanz, Blumentanz, Blumentanz. Hey, wo sind wir hier? Da konnte man doch vorher gar nicht hin. Nee. Ja, da kann man nur zum Blumentanz hin. Oh. Haben wir eigentlich noch Geld? Nee, ne? Ja, doch, wir haben 3000. Ja. Ich kann dich bitten, mich zu tanzen. Mit mir zu tanzen. Löwenzahn, Narzisse, Blumenfass. Boah, jetzt seid ihr bei dem Einkaufen, jetzt kann ich hier nicht mehr gucken. Wir können ein Blumenfass-Rezept holen, dass wir Blumenfässer selber hinstellen können.
Für den Tanz habe ich mein bestes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tage. Du siehst aus wie immer. Hey Ben, schön dich hier zu sehen. Sollen wir den Sammlervogelscheuche kaufen? Nein, das ist jetzt ein bisschen ich toll, hätte meine Angel mitnehmen sollen. Die Zeit für Frösche fängt langsam so richtig an. Weißt du was? Ich gebe zu, ich mag Blumen wirklich sehr. Wirklich klar. Ah. Welch Leben, euer Kind, süßer Wein, ein plätschernder Bach, warme Luft, habe ich schon im Weiterwind. Ich mag es so gar nicht, vor allem zu tanzen, das ist so peinlich. Das ist gut, um alle anzusprechen. Exzellente Soße. Diese Frühlingstänze haben ihren Ursprung in alten Fruchtbarkeitsritualen. Zu tanzen. Wirst du heute tanzen, Ben? Nein. Ah, das warst du. Ah, alle diese Blumen verströmen süßen Geruch. Ich wünschte, Pierre würde Zeit mit der Familie verbringen. Puh, ich bin voll. Hey, hast du das rote Gelee schon probiert? Darf ich das probieren? Kannst du miteinander nachher? Nee. Ich will das rote Gelee essen. Nein, Benny, du kriegst nichts. Ich arbeite schon seit einer Woche an diesem Blumenarrangement. Gefallen sie dir? Wollen wir hier so ein... Blumen, ich kann sie kaum sehen. Kann sie machen. Wenn du mit anderen jungen Leuten tanzen willst, musst du einen Partner finden. Wir haben übrigens noch 2738. Ich übe gerade meinen Tanz. Er muss perfekt sein. Oh, war ja. Ich genieße nur die Aussicht. Marnie sieht heute bezaubernd aus. Es liegt Liebe in der Luft und ich bin immer noch Single. Kannst du aus dem Weg gehen, immer wenn du in der Nähe bist, will ich mit dir tanzen. Hey, siehste? Bitte nein, wo ich so ich versuche gerade den Mut aufzubringen, jemanden um einen Tanz zu bitten. Also, ich habe hier um den Tanz bitten. Nee, lass mal. Moment. Tut mir leid, aber ich habe schon. Ich bin nervös. Ich mag es zu tanzen, aber der Tanz hier wird etwas aufgesetzt. Den älteren Leuten gefällt es allerdings. Eines Tages werde ich die Blumenkönigin sein. Meine Mama zwingt mich dazu, Abigail, geil. Ich fühle mich geschmeichelt, aber nein. Toll. Ja, ich habe niemanden zu tanzen und hier so. Ich habe dich abgelehnt. So. Ja. Ich das ist schmeichelhaft, aber ich muss eine nein Schlampe, sein. Ja. Ich habe zwei Männer, die ständig in meinem Bett liegen, aber ich frage jemand anderen. Ich tanze mit Pam, scheiß drauf. Nö, ich wurde abgelehnt. Ich wurde nur abgelehnt. Ich glaube, du brauchst mindestens 3 oder 4 Herzen, damit du das machen kannst. Ja, mit wem habe ich denn 3 oder 4 Herzen? Also ich mit keinem. Einfach mal den Bürgermeister ansprechen. Jane kann ich gar nicht fragen, warum auch immer. Ja, Pam kann ich auch nicht fragen. Die sind wahrscheinlich zu alt, oder? Wir sind noch relativ jung. Nee, du bist wahrscheinlich zu depressiv. Also nicht zu depressiv. Oder sie wollen einfach selber nicht tanzen? Hey, du sollst über sowas Bescheid wissen als Landwirt. Nee, mit mir will tatsächlich niemand tanzen. Das ist ja voll furchtbar. Mit mir auch nie. Ich werde ehrlich sein, ich will nicht mit dir tanzen. Zombie. Fahr. Los jetzt. Entschuldige mich nicht heute. Tut mir sehr leid, aber ich habe schon zugestimmt, mit dem anderen zu tanzen. Da habe ich auch gleich die Frauen schon durch. Oh nein, danke. Keiner will mit uns tanzen. Oh, tut mir leid, ich hätte vor, wen anders zu fragen. Ich kann mit Linus tanzen? Du, es ist nett, dass du mit mir sprichst. Der Frühling ist schon fast vorbei, zu schade. Ich will mit Linus tanzen, der wäre voll cool. Na gut, scheint ja niemanden zu geben, ne? Ich war in den letzten 5 Jahren Blumenkönig und bin nicht bereit, den Thron abzutreten. Ich kann mich gerade nicht um deine Anfrage kümmern. Okay, Felix, nein, jetzt hast du es mal gehackt. Was ne, das kam ja bei dir. Lumi kann sich gerade nicht um deine Anfrage kümmern. Ja. Versuchen wir es später noch einmal. Moment mal, ich hab dich gerade gefragt. So. Hey, Lumi, der kann sich gerade nicht um deine Anfrage kümmern. Das kann Ben tanzt mit mir. Kann ich aber auch zusätzlich noch mit dir tanzen? Bleib mal stehen. Nee, das geht nicht. Ich kann nicht mit euch beiden tanzen. Das tut mir leid. Wir tanzen doch schon. Die Tanzi-Tanz.
Wir fangen jetzt den Tanz an, oder? Ja, da spricht er. Warte mal, was gab es denn noch? Saisonale Deko-Saison? Pflanze, Blumenfass, Blumenfass-Rezept, Narzisse, Löwenzahn. Ja, das Rezept habe ich schon geholt. Achso, die Sammlervogelscheuche habt ihr auch schon toll geholt. Die Sammlervogelscheuche. Die sieht genauso aus wie die andere. Nee, die hat einen anderen Hut. Theoretisch ist es so eine Sequenz und ich kann theoretisch in den Rochen gehen. Du musst doch sehen, wie wir tanzen. Guck mal, wie schön wir das machen. Warum habe ich kein Kleidchen an? Das will ich mir auch gerade. Warum habe ich nicht die blaue Uniform wie alle anderen an? Und ich tanze da irgendwas, wo mich hier nicht tanzen rein und die anderen tanzen. Was machst du da drüben? Tanz mal richtig. Ich habe keine Ahnung, was ich da schaffe. Ich muss beide Hände nach oben machen und ich bin auch voll aus dem Takt. Kannst du überhaupt tanzen? Hörst du die Musik? Bist du taub? Oh, Menno. Ich kann eigentlich sehr gut tanzen. Das hat Spaß gemacht, Zeit nach Hause zu gehen. Toll. Richtig geil. Ich geh pennen. Wenn wir nicht noch hier was zum Gießen? Ja, haben wir jetzt alles, oder? Wir haben alles erledigt heute Morgen, oder? Hier ist nur Dünger drauf. Ja. Sieht gut aus. Aber wir haben noch Zeit, wir können noch mal angeln gehen. Oder gehst du jetzt ins Bett? Wie lange wollt ihr eigentlich noch spielen? Bis 23 Uhr? Ich mach das von euch abhängig. Mir ist das egal. Nö, für mich wäre das jetzt der letzte Tag gewesen. Ich will nicht so spät. Ja, wenn ich krank geschrieben, dann können wir bis 24 Uhr spielen. Dann habe ich halt bis 4 Stunden klar. Ich glaube, er hat gerade gesagt, er möchte danach schlafen gehen. Ich habe gerade gesagt, für mich wäre das letzte Tag gewesen, ja. Wow. Okay, na dann. Dann kann ich mich wenigstens wieder gemütlich hinsetzen und muss nicht so sitzen, dass dann ich... Wie habe ich denn jetzt die Bambusstange wieder dabei? Wo ist denn meine Angel hin, die ich vorher hatte? What the fuck? Kannst du jetzt irgendjemand von uns geklaut. Was brauche ich jetzt für den Ofen? Du brauchst, warte. Kupfererz und Stein, ich sehe schon. 20 Kupfererz und 25 Stein. Ich wollte auch noch was herstellen, fällt mir gerade ein, wenn ich schon dabei bin. Geh mal da weg. Ah ne, das ist die Fischtruhe. Das ist richtig. Hä? Wo ist denn das Kupfererz? Ich stehe gerade davor. Bei Weiß. Und zwar brauche ich Holz, Stein, Kohle. Kupfererz. Holz? Stein hab ich gerade. Wenn du mich dahin lässt, lebe ich es wieder ab. Kohle. Stein. Achso, Kira, du willst was? So, jetzt brauche ich noch Kupfer, um zu schmelzen. Das kommt jetzt von meinem Haus, das ist nicht meine Sache. Hast du das gebaut? Bienen? Nein. Bienen hätte ich auch noch bauen können, stimmt. Das kann ich ja auch schon. Schütz mich mal. Was brauche ich denn dafür? Ah, da brauche ich Ahornsirup, Eisenbahn und mehr Kohle. Da fehlt mir jetzt die Kohle für. Wo ist denn die Kohle hin? Die habe ich noch in der. Die Rest habe ich noch bei mir im Inventar. Da ist sie. Ups. Jetzt bin ich wieder nie dazu gekommen, die Geoden da zu tüdeln. Die müssen übrigens. Aua! Ja, ich bin da schon dabei. Geschlafen. Ich warte jetzt noch, bis mein Bachen da ist. Oh ne, wir haben halb. Oh, jetzt ist er da. Gut, dann gehe ich jetzt auch schlafen. Tu noch meine Gießkanne hier rein, damit ihr dann hier, ne? Gute Nacht. Wenn ich die eine Woche ja nicht da bin. Dann leite ich schon mal eine Verabschiedung an alle Zuschauer ein, auch wenn der Felix der Einzige ist, der gerade noch zuschaut. Aber auch Scheiße, ich bin eingepennt. Hör auf, unser Geld zu verschwenden damit. Tschüss an die YouTube-Gemeinde und hört nicht auf das Gehate im Hintergrund. Bitte. Ich bin im Haus eingeschlafen, Benni, alles okay. Ja, das kostet wenigstens kein Geld. Ja. Okay. Ja, nächstes Mal geht's dann ab dem 25. Tag weiter, ne? Jupp. Yep.